So, nun installieren wir mal die Kamera zu Hause und auf dem Handy als App. Ist möglich als iOS oder bei Android. Man lädt sich dort die MyFox-App runter. Ist auch alles hier in dem Heftchen nochmal erklärt. Dieser Pin ist zum Resetten der Kamera. Hier steht dann genau erklärt, wie man vorgeht. Und es ist noch alles beschriftet, welche Sensoren die Kamera hat. So, man lädt sich dann die MyFox Security App herunter. Ich habe mich schon registriert mit meinen Daten für zu Hause. Jetzt meine Ausrüstung und dort muss ich jetzt die Kamera installieren. Dann gehe ich auf das Plus, wähle Security-Kamera aus. Weiter. Dann habe ich ja den Aufkleber habe ich ja eben schon entfernt. Schließen Sie die Kamera ans Stromnetz an, habe ich getan. So, jetzt gebe ich den Pass für mein WLAN zu Hause ein. So, nun ist die Kamera installiert. Jetzt müssen wir ihr noch einen Namen geben. So. Hier steht dann: Herzlichen Glückwunsch, die Installation war erfolgreich. Gehe ich auf Fertig, dann wieder. Ich bin fertig, weil ich halt nur ein Gerät habe. So, da erscheint jetzt meine installierte Kamera. Lädt die. So, und dann kann man hier Einstellungen vornehmen, was man möchte. HD-Video, LED, automatisch Feueralarm, Erkennung, Bewegungsmelder. Ich gehe mal hier drauf. Feueralarm, Erkennung aktiviere ich jetzt mal. Bewegungsmelder ist bereits aktiviert. Kann man die Erkennungsempfindlichkeit noch einstellen? WLAN ist drin. Information. Das bezieht sich dann auf die Kamera, auf aktuelle Firmware, so weiter. So, ich mal zurück. Wenn ich jetzt auf Privatsphäre gehe, steht hier automatische Abdeckung. Die Kamerablende bei der Deaktivierung der Erkennung automatisch schließen. Das aktiviere ich dann jetzt auch mal. Intelligente Aktivierung. Da wird man daran erinnert, sobald man das Haus verlässt, dass die Kamera aktiviert werden soll. Und man kann deaktivieren, also das der Bewegungssensor halt ausgeht, sobald ich wieder zu Hause bin. Dazu hat man vorher mal die Position angegeben, wo man halt wohnt. So. Wenn man jetzt auf Home geht, bei mir ist jetzt die Überwachung deaktiviert, weil ich ja halt zu Hause bin. Ja, wenn ich mal jetzt hier drauf gehe. So. Kamera wird das Bild gezeigt. Ich drehe jetzt mal die Kamera. Man kann hier auf das Plus gehen und dann kann man auch ranzoomen. Also ich finde die Qualität schon wirklich sehr gut. Und wenn man jetzt rangezoomt hat, kann man natürlich auch das Bild bewegen. Weiterhin hat die Kamera auch eine Sprachfunktion, sodass ich halt über die App, über die Kamera sprechen kann. Hier ist der Lautsprecher und das ist das Mikrofon. Das heißt, wenn jetzt jemand zu Hause ist, zum Beispiel meine Kinder, und ich spreche mit denen, dann können die auch zurück antworten und ich höre das dann. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Weiterhin kann man Fotos machen oder Video aufnehmen. Ja, und hier kann man selbst dann halt noch auswählen, ob man es deaktiviert oder aktivieren möchte, wenn man zu Hause ist oder nicht. Unter dem Punkt Meine Community kann man zusätzlich Leute hinzufügen, die dann halt, wenn ich in Abwesenheit bin, halt auch alarmiert werden, sobald sich irgendwas im Haus bewegt oder zeigt. Und dann haben die auch Zugriff auf die Kamera. In der Zeit, wenn ich das möchte, kann ich das aktivieren.
Das ist dann das allgemeine Menü, wo man reinkommt und die Einstellungen vornehmen kann. Bei meinen Services geht man drauf, es gibt drei verschiedene Bereiche und der Basic ist der kostenlose Dienst und der beinhaltet dann, dass eine Warnmeldung per SMS versandt wird, wenn halt irgendein Alarm aktiviert wird. Dann gibt es noch Silber, dann ist ein Videoverlaufsaufzeichnung für einen Tag dabei, ist dann kostenpflichtig und bei Gold ist dann noch eine Unterstützung dabei. Wenn halt wirklich ein Alarm ausgelöst wird dann automatisch eine Person zu dem Haus versandt. Aber ich denke, das ist alles nicht erforderlich. So eine Art Notfalldienst ist dann möglich. So. Ansonsten finde ich, ist die App sehr, wirklich selbsterklärend. Bisschen ausprobieren, testen. Und da geht es eigentlich ganz gut. Ich finde die Qualität wirklich super von die Auflösung. Und wenn man es natürlich aufs Tablet lädt, ist natürlich der Bildschirm wesentlich größer. Also dreht man das Handy, wird der Bildschirm der Kamera auch komplett aufs Handy gestreckt. Ist natürlich besser, als wenn man nur das kleine Fenster hat. Wenn man dann in der App den Zugriff auf die Kamera zulässt, dann macht man hier ein Foto und da wird es automatisch in der Galerie gespeichert. Wenn ich dann zu Hause bin und möchte, dass die Kamera nichts aufzeichnet, dann gehe ich einfach hier auf das Auge, drücke da drauf, dann wird der Privatmodus aktiviert und die Blende schließt automatisch. So, das war's dann erstmal von der Kamera. Ich werde sie jetzt mal die nächsten Tage gut testen und dann nochmal einen Bericht dazu schreiben, wie alles funktioniert hat, auch mit der App-Steuerung, wenn man nicht zu Hause ist.